Klatsch. Servus und hallo bei der Bike Stage 2024. Heute mit Newman und dem Bernie. Bernie hat uns neue Laufradsätze von Newman mitgebracht. Es gibt einige Neuigkeiten zu verkünden. Bernie, erklär uns doch mal, was du dabei hast und was die Zuschauer heute von dir bekommen an Infos. Ja, danke erstmal fürs hier sein dürfen. Ich habe im MTB-Bereich einen Alu-Laufradsatz dabei, ich habe einen Carbon-Laufradsatz dabei und später haben wir dann für Road Gravel auch nochmal unser High-Entry-Level. Mhm. Und ja, das können wir jetzt den Zuschauern entsprechend mal vorstellen. Sehr cool. Pass auf, Mitch. Wir haben wirklich ein komplett neues MTB-Line-Up. Das heißt, alles, was es bisher von Newman gab, wird in der Form ersetzt werden. Wir haben im Carbon-Bereich den neuen Face-Laufräder. Da kommen wir später dazu. Wir haben im Aluminiumbereich, im High-End-Aluminium, unseren Beskar-Laufradsatz. Was sich zudem noch verändert hat zum letzten Line-Up, du kennst die Tatsache, dass du in der Regel das Vorderrad weniger belastet hast als das Hinterrad. Ja, das heißt, dadurch können wir wunderbar spielen damit, dadurch, dass wir sagen, okay, ich brauche am Vorderrad in der Regel weniger Material, ich brauche eine anders stabile Felge als das Hinterrad. Bisschen mehr Flex vielleicht auch. Ja. Ganz genau. Und ich kann natürlich dementsprechend dann Vorder- und Hinterrad anpassen. Mhm. Wir haben es jetzt mal ganz provokativ Custom Wheels for Everyone genannt, weil du wirklich je nach Einsatzbereich dir dein Setup zusammenstellen kannst. Mhm. Das heißt, wir haben Cross-Country mit einer Light-Version, wir haben Trail mit Light-Base, wir haben Enduro mit Base-Strong und es geht sogar bis hin zu Downhill, wo wir auch eine ganz spezielle Downhill-Felge am Ende des Tages zur Verfügung haben. Eine Frage dazu, Light-Base-Strong, also wir reden davon, die Felgen selber haben eine andere Materialdicke und wir reden davon, dass wir entweder 28 oder 32 Loch-Felgen fahren. Also am Hinterrad zum Beispiel eine 32 Loch. Die ist dann, was weiß ich, in Strong, dann dicker ausgeführt als eine Base, oder? Ganz genau. Also das Felgenprofil an sich, um da mal anzufangen, ist wirklich ein komplett neues Felgenprofil. Mhm. Es unterscheidet sich zu 100% von dem, was wir bisher hatten. Ist einfach dem geschuldet, dass wir gesagt haben, oberstes Ziel, Dellenresistenz soll maximiert werden, Gewicht soll sich aber nicht verändern, eher geringer werden. Und dadurch entstanden einfach ganz neue Felgenprofile. Und Light, Base und Strong unterscheiden sich vom Profil her an sich nicht, nur von den Wandstärken und Materialstärken, die ich dann jeweils habe. Und wie du richtig sagst, ich habe im Cross-Country und im Trail-Bereich habe ich 28 Loch Narben und mit Strong und Downhill bin ich dann am Hinterrad bei 32 Loch und somit kann ich ein System generieren, was einfach gewichtsoptimiert ist, ja, aber am Ende des Tages sogar stabiler ist als das, was ich vorher gefahren habe. Okay, sehr interessant. Gewichte, Thema Gewicht. Wo steigen wir denn da ein mit so einem Beskar-Laufradsatz? Also der Beskar liegt bei 1650 Gramm ungefähr. In der leichtesten Variante? Ganz genau, okay. Light Light. Ansage, ja. Und wenn ich jetzt die Downhill Pro Version nehme, da bin ich dann natürlich schon, da steht die 2 dann schon. Bisschen über 2. Ja, ja. Ganz genau. Aber gut, ich meine dem Einsatz geschuldet, also mehr Material, 32 Loch etc. Ganz genau. Also die ersten Tests, die jetzt wirklich auch im Rennmodus passiert sind, die sind wirklich sehr, sehr positiv und von dem her, glaube ich, haben wir da alles richtig gemacht an der Okay. Stelle. Okay, interessant, ja. Das ist die Beskar-Variante und vielleicht gehen wir dann auch noch rüber zur Face, oder? Ja, können wir gerne machen. So, Face 30, das ist Carbon, das ist Einsatzgebiet Trail Cross Country. Ganz genau. Und das ist am Ende des Tages Rock'n'Roll, finde ich, weil das macht einfach unfassbar Spaß zu sehen, was alles möglich ist. Also wir haben hier, das gilt übrigens für das komplette Line-Up, wir haben immer eine 30er Innenweite. Hat sich letztendlich am sinnvollsten rauskristallisiert. Naja gut, und hier hast du natürlich das Feinste vom Feinen. Wir haben hier eine Carbon-Felge, wir haben die Vonoa-Speiche. Und wir reden hier von einem Gesamtgewicht pro Satz von 1150 Gramm. Wow. Für Cross-Country, aber auch für einen Trail-Einsatz geeignet. Für die es nicht wissen, die Speichen, die Vonoa-Speichen, sind Carbon-Speichen. Ganz genau. Also da ist wahrscheinlich auch das geringe Gewicht mit begründet auch. Ne? Die werden nicht viel wiegen.
Die werden nicht viel wiegen, ganz genau. Es sind fast 40%, die man sich da grundsätzlich irgendwo einsparen kann. Und ja, wie gesagt, das Ding macht einfach nur Spaß. Ist stabil, ist ja, variabel einsetzbar. Wir haben hier, wie es vorher auch schon erwähnt wurde, einfach die Möglichkeit, dass ich mein Setup, mein individuelles Setup je nach Einsatzbereich mir anpasse. Mhm. Und von dem her kann man, ich glaube, das Ding muss man einfach in der Hand haben, das muss man im Rad haben und dann wird man letztendlich von selber überzeugt werden. So, jetzt in diesem Setup mit der Phase 30, also die Carbonfelge, gibt es 28 Loch only oder gibt es auch eine 32 Loch Variante? Nein, also okay. beim Carbon Laufersatz haben wir Light, Base und Strong, alle drei Varianten mit der 28 Loch Nadel. Okay, das heißt, wir haben verschiedene Materialdecken auch zur Auswahl. Ganz genau. Ah, perfekt. Okay. Ja, was kannst du uns noch sagen dazu? Die Fade-Narbe ist verbaut, habe ich gesehen. Da ist die Fade-CS-Narbe verbaut, ist im Grunde eine Fade-Narbe, aber die Carbon-Speichen brauchen letztendlich eine andere Speichenaufnahme. Und deswegen hat die das Kürzel CS noch mit dabei, dadurch erkennt man es eigentlich ganz, ganz schnell. Und ja, ansonsten... Klassisch in allen Varianten, was Freiläufer angeht, wahrscheinlich erhältlich. Oder? Ganz genau. Also XD, Shimano, Microspline. Ganz ich glaube genau. Sogar HG bietet ihr sogar auch an. HG haben wir auch im Programm, ganz genau. Okay. Also soweit alles querbeet verfügbar. Sehr cool. Bei den Carbonfällen gehe ich mal davon aus, die werden per Hand eingespeicht? Ganz genau. Also alle Carbonlaufräder mit Carbonspeiche bauen wir wirklich komplett per Hand auf. Alles vor Ort in Wickensbach, also sozusagen Handbuild im Allgäu. Ja. Und ja. Sehr cool. Wie sieht es aus mit dem Systemgewicht, wenn man Richtung Systemgewicht, vielleicht auch auf einem E-Bike und so weiter, ist das alles relevant? Also ganz, ganz wichtig, das komplette Line-up, ob jetzt Phase oder Beskar, ist immer E-Bike-ready. Das heißt, wir machen keinen Unterschied oder haben irgendwelche Hybridlaufräder oder sonst irgendwas, alles E-Bike-ready. Systemgewicht beim Phase Carbon liegen wir jetzt bei 130 Kilo. Beim Beskar liegen wir je nach Setup von 130 Beginn bis zu 180 Kilo. 180 Kilo Systemgewicht. Okay. Da kann man ja einen ziemlichen Dampfer fahren mit mir oben drauf. Ja, das ist möglich. Das passt doch. Sehr gut. Genau. Wenn wir jetzt beim Thema sind, hochwertige Felgen, alles neu. Was hat sich denn preislich getan? Wo liegen wir denn für Beskar oder eben den Phase? Also der Beskar Laufradsatz liegt bei 680 Euro. Mhm. Phase mit der Carbonspeiche Vonoa liegt bei 1590. Okay, aber dafür High-End und leicht und stabil. High-End und leicht und das Beste vom Besten. Sehr interessant, nicht schlecht. Bernie, wir haben jetzt hier was ganz anderes, nämlich Rennrad-Gravel-Laufräder. Ist das richtig? Ja, ich weiß, das ist jetzt nicht so ganz dein Metier, aber nicht ganz. Wir haben in der Tat aus meiner Sicht auch was richtig Geiles auf die Beine gestellt. Wir haben einmal, wir sagen High-Entry-Level dazu. Mhm. Wir haben das Ganze einmal für Road, einmal für Gravel. Ich fange mal mit Road an. Wir haben eine Carbon-Felge, 50er Felgenhöhe. Ich habe Stahlspeichen und ich habe eine sogenannte Hybridnarbe, sagen wir dazu, oder SJ-Narbe. Das heißt, wir haben auf der einen Seite einen Straight-Pull-Flansch und auf der anderen Seite einen J-Bend-Flansch. Nicht schlecht, macht einen schmalen Fuß. Was? Macht einen schmalen Fuß, schaut einfach optisch ziemlich geil aus. Vor allem der J-Bend-Flansch verschwindet praktisch hinter der Bremsscheibe. Ja. Und dadurch wirkt das ganze System halt sehr, sehr clean. Was ich persönlich halt Wahnsinn finde, ist, wir reden hier von einem Gesamtgewicht pro Laufradsatz von 1420 Gramm in etwa und von einem UVP von 898 Euro. Okay. Das ist wirklich eine Kampfansage mit dem Setup. Also da fehlen mir jetzt schon langsam die Worte. Also ihr wollt sozusagen den Markt beherrschen damit, ja? Also High Entry, sagtest du? High Entry, High Quality, haben wir es nochmal genannt. Ja, aber trotzdem ein kleiner Eintrittspreis, ja, wenn man so will. Ganz interessant. Genau. Und hier habe ich jetzt die G34. Ganz genau. Steht das für ist Gravel. Das ist das Pendant zum Gravel-Bereich. Wir haben eine 34er Felgenhöhe. Ansonsten ist das Setup das gleiche. Das heißt, ich habe eine Stahlspeiche drin. Ich habe auch diese SJ- oder Hybridnarbe drin. Unterschied ist, ich habe beim Gravel Hookless und bei Road Hook. Okay. Ganz, ganz wichtig, ist ja auch aktuell ein großes Thema. Also bei uns ist auch grundsätzlich das ganze Straßen- oder Road-Line-Up ist immer mit Hook. Okay. Ganz, ganz wichtiges Sicherheitsthema. Wo liegen wir hier, Preistag? Exakt das gleiche. Ah, das heißt okay. Auch 8,98 und Gewicht liegt hier bei 13,20 in etwa, 13,30. Sehr cool.
Bernie, vielen Dank. Alles Weitere zu den Face-Laufrädern, zu den Beskar-Laufrädern und zu den Advanced-Rennrad- und Gravel-Laufrädern findet ihr natürlich in unserem Artikel. Gebt uns ein Like, lasst ein Abo da. Bernie, ich danke dir vielmals. Ich sag danke. Und bis zum nächsten Mal.